Ja, wir sind jetzt hier in Aschaffenburg mit der lieben Franzi. Und ich habe hier wieder mal meine Blackbox dabei, wo du dir gleich eine Frage ziehen darfst. Uiuiuiui. Viel Spaß. Zieh am besten direkt eine Aktionskarte. Das ist jetzt mein Glück. Warte. Also ich habe eine, die Frage, denkst du, deine Kunden halten sich immer an die Pflegeanleitungen? Woran könnte das liegen? Also, nein. Nein. Anfassen ist halt immer so eine Sache. Ne? Also ich meine, man kennt es von sich selbst. Dieses, man hat ein neues Piercing, man muss es anfassen, aber es ist halt einfach das Schlimmste, was man machen kann. Und besonders diese Frage, die immer kommt mit, muss man das Piercing drehen? Und du sagst so, nein, nein. Ist doch schon von früher und das wurde auch immer so gemacht. Und dann sitzen sie zu Hause und drehen und drehen und drehen. Deswegen denke ich, die halten sich da nicht dran. Also, man kann es natürlich mitgeben, auch die Pflegeanleitungen kann man auch mitgeben, aber was sie dann im Endeffekt machen, ist natürlich deren Sachen, weil sobald sie aus dem Laden raus sind, sind sie halt weg, einfach raus. Ne? Also, du kannst halt nicht mehr viel machen. Ne? Ja. Was denkst du, könnte das verbessern, dass die Kunden sich vielleicht eher an die Pflegehinweise? Ich denke, die Aufklärung ist wichtig. Wenn es halt wirklich überall aufgeklärt wird, dass es heißt, das muss so und so gemacht werden und nicht falsch aufgeklärt wird. Und dann denke ich, dass das sich auch in den Köpfen so einprägt und dass dann einfach, es halt wirklich, es muss sich einfach einbrennen. Dieses don't touch your fucking piercing. Das muss ich einfach in den Kopf. Sag mir das doch mal zusammen, okay? Ja, don't touch your fucking piercing. Genau, also da denke ich, dass es sich dann verbessern sollte, aber manchmal kann man gegen Wände reden, also von daher. Ja. Bei manchen kommt es an, bei den anderen halt leider nicht, ne? Ja, sagen wir es mal so, wir hatten auch schon den Fall, da haben wir auch erklärt beim Tattoo, haben wir auch erklärt, wie es gepflegt werden muss, haben ja auch die Pflegehinweise mitgegeben und die haben es trotzdem mit Muskelschmerzgel gepflegt. Ja, so sah es dann natürlich auch aus. Ist es das, was so warm wird? Ja, Voltaren. Ach du Scheiße. Sie müssen doch gestorben sein mit einem frischen Tattoo, das hallo? Aus wie. Also, das war wirklich nicht schön. Scheiße. Ja. Sachen gibt's. Ja, ich habe in 9 Jahren Piercing schon so viel erlebt. Das hast du noch Bock? Klar. Oh je. Was würdest du in der Tattoo-Piercing-Branche verbieten lassen? Oh, eigentlich muss ich dazu was holen. Das ist so das Thema. Unsere Tätowiererin schreit Amazon-Tattoo-Maschinen. Oh ja, das ist natürlich auch was. Aber ich muss da eigentlich was zeigen. Mach nur. Ach ja, natürlich. Thema Nummer 1, was bei uns auch an der Wand hängt, ist einfach No-Gun-Zone. Wir würden am liebsten das Piercen oder gesagt Schießen mit Piercing-Pistolen verbieten, weil das halt einfach, also ich meine, das ist bewiesen, mehrfach bewiesen, dass es halt einfach nicht gut ist. Ja, genau. Da müsste man fast auch noch ein eigenes Video dazu drehen, ja, ne? Definitiv. Eigentlich, definitiv. Also weil das ist halt so. Ich merke das auch bei uns. Also da kommen immer noch so viele Leute und fragen halt wirklich, ob da geschossen wird. Und so, nein, auf keinen Fall. Ja. Wenn sie dann die Preise hören, ist dann erstmal, ja, da gehe ich lieber schießen, weil sie es halt nicht verstehen, was hier der Unterschied ist. Aber das hat wieder Aufklärung. Ja. Großes Thema. Großes Thema Aufklärung. Wie kleine Kinder, einfach mal aufklären. Ah, du quälst mich. Normalerweise quäle ich die Leute, aber du quälst mich. Uiuiuiui. Gut im Spieß umdrehen. Ich merk's. Oh. Das, nein. Was ist für dich ein absolutes No-Go? Oh je. Da muss ich kurz überlegen. Oh. Oh. Ich glaube, ich weiß es.
Billigpiercer. Also wenn jemand sich für 20 Euro ein Piercing stechen lässt und denkt, er kommt damit am Ende günstiger weg, fliegt halt häufig dann leider auf die Schnauze. Und es ist halt leider aktuell ein sehr schwieriges Thema, besonders hier in der Umgebung, weil dauernd halt auch Leute reinschneien, weil Sachen gepierst werden, also Kunden gepierst werden, die angeben, sie haben eine Nickelallergie und kriegen Stahlschmuck rein. Also völlig schwachsinnige Schmuckauswahl für, also wirklich billigen Schmuck für das Piercing allgemein. Aber ich meine, was will man für 20 Euro erwarten, ne? Aber das Schlimmste daran ist einfach, die Leute gehen zurück, wenn sie Probleme haben und dann heißt es dann, ja, wir können dir nicht helfen, geh zu einem anderen Piercer. Ja. Ja, klasse, super, ja. Toll. Also da bin ich sogar schon sonntags reingefahren, um Leuten zu helfen, weil das ja immer sehr schnell sehr schlecht werden kann. Ja. Ina hat wirklich sehr schlimme Dinge passieren, also Infektionen und hast du nicht gesehen. Ich habe letztens sogar gehört, da gibt es einen Piercer, der nutzt Schmuck, der rostet. Der rostet. Sowas kriegen die Leute dann halt rein. Ja, auch die total falschen Schmuckstücke für die Stellen, genau. Und viel zu klein, viel zu groß oder einfach in Nasenpiercing so ein Biegering zu machen, der dann auch noch ein kleines, eine kleine offene Stelle hat, ja. Wo dann die Kunden hier reinkommen und sagen, ja, ich wundere mich, ich kann den gar nicht drehen. Und du den dann rausmachst und merkst, ja, also eigentlich ist das Loch zugewachsen, so ein kleines Stück zwischendrin, weil der halt so blöd da drin hing, aber... Ja, das ist auch nochmal so ein Thema, da habe ich auch sehr ausführlich noch mit dem Boris darüber geredet. Ja. Übrigens, das ist auch so ein Thema, da möchte ich gerne ein längeres Video daraus machen. Du siehst, ich habe ja extra nochmal so ein paar Interviewfragen dazu gemacht. Mhm. Wenn du möchtest, sei gerne Teil davon. Klar, sehr gerne. Also geht genau darum, Mindset. Was sagst du zu Aktionen im Piercing-Bereich, günstige Angebote, und um sich halt über Wasser halten zu können? Warum das halt langfristig auch nichts bringt einfach. Also günstig und über Wasser halten können passt halt einfach nicht zusammen, weil dann musst du auch günstige Ware einkaufen, um günstig zu piercen, um halt was rauszuholen, damit sich das im Endeffekt lohnt. Das ist der Punkt, ja. Und das ist einfach der Knackpunkt. Ja. Das ist das, wo die meisten Leute dann halt erstmal denken, klar, oh cool, da kostet es nur 25 Euro, gehe ich mal dahin, kann ich ja nichts falsch machen. Mhm. Selbst wenn es am Ende scheiße wird, mache ich es halt raus. Aber es ist halt immer noch eine körperliche, ja, eine Verletzung, die zugefügt wird und wo der Körper einfach dran zu arbeiten hat. Und besonders wenn es falsch gestochen wird, schwierig. Und ich glaube, man gewinnt so auch nicht unbedingt treue Stammkunden, wenn sie halt immer wieder Probleme kriegen oder irgendwas halt nicht richtig verheilt. Und ist schwierig. Aber, oder du kriegst dann halt die Stammkunden, die du nicht unbedingt haben willst. Wenn wir mal ehrlich sind. Das stimmt. Also ich meine, wir haben jetzt nichts gegen Aktionen. Wir haben auch mal Klopper-Aktionen rausgehauen, so an Stadtfesttagen oder so, wo man sich denkt, ah ja, um halt mal ein bisschen den Kunden auch was Gutes zurückzugeben, macht man halt mal eine Aktion, einen Aktionstag, und das läuft auch gut, aber nicht jede Woche, nicht dreimal in der Woche und nicht jeden Monat, sondern mal, und danach ist wieder ganz normaler Betrieb, weil das könnte man sich nicht übers Wasser, so könnte man sich einfach nicht übers Wasser halten. Das sind ja Kosten dabei. Das ist ja nicht nur das, was unterm Piercen ist, was man da an Kosten hat, sondern man hat ja auch regelmäßig und eine Menge Kosten im Hintergrund, wo einfach auch gedeckt werden müssen. Ja, klar. Und wenn man einfach nichts am Piercing verdient und der Piercer dann am besten auch noch nicht richtig bezahlt wird, dann hat man trotzdem am Ende nichts. Ist halt auch noch die Frage, ich meine, schlussendlich, wenn sich die Kunden so ein bisschen daran gewöhnen, so, oh, die machen das öfter mal so eine Aktion, da warte ich doch lieber, bis halt die Aktion kommt, ne? Genau. Und dann hast du halt ansonsten den Laden leer. Ja. Das ist halt, das sagt, ja. Ganz ehrlich. Also das ist auch schon aufgefallen, dass die Leute von besagten Billig-Piercern kamen und meinten, ja, sie wollten sich das nachstechen lassen, weil das halt an dem Tag, also das ist halt scheiße geworden, haben sie rausgemacht, wollten sich nachstechen lassen, dann meinten sie, ja, jetzt kostet es aber normal. Wo ich mir denke, so, bei uns ist es so, du kriegst das Piercing, du kriegst die Nachsorge, und wenn du Komplikationen hast, kannst du immer herkommen, und wenn es natürlich ein Fehler ist, der nicht von der Person direkt ausgeht, kriegt die das auch kostenlos dann. Ja.
Da also, seid ihr dann auch so kulant und sagt so, hey, ist unser Fehler, wir stehen dazu oder irgendwie so. Ja, oder ist ja auch menschlich. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir können Fehler machen. Das, ja. Ja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil manchmal kommen Komplikationen, manchmal passiert es einfach. Da kann man nicht umgehen, jeder Körper reagiert ja anders auf die Piercings. Und da wollen wir halt einfach, dass die Leute dann kommen, wenn irgendwas ist und wir denen helfen können. Dass die nicht dann abwarten, bis es gar nicht mehr geht und dann zum Arzt gehen und der Arzt sagt, rausmachen. Ja. Sehr cool, danke dir. Ja. Liebe Franzi. Ich zwinge sie dazu, das zu machen. Ich hab immer Angst, dass ich kein Glück habe. Ich gucke einfach nicht hin. Warum ist eine richtige Pflege wichtig? Was kann passieren? Also im Grunde genommen ist natürlich, wenn man die falschen Sachen drauf schmiert, schon mal scheiße. Also klar, da kann es natürlich ganz nach hinten losgehen. Ich sage immer, macht lieber weniger als zu viel. Und am besten Kochsalzlösung. Weil Kochsalzlösung kannst du überall drauf machen. Kochsalzlösung ist einfach das Beste, was es gibt. Also damit kann man ja eigentlich auch nicht überpflegen. Nee, geht nicht. Ich glaube, das Grundproblem ist ja eigentlich, wenn die Leute zu viel jetzt auch desinfizieren, dann machen sie auch die guten Bakterien weg, oder? Genau. Und das ist ja dann auch für die Heilung nicht wirklich förderlich, oder? Du kannst das besser erklären. Ja, definitiv, definitiv. Also man kann ja ein Piercing unterpflegen, man kann es überpflegen. Dabei ist das Unterpflegen eher schwieriger, denke ich. Also wenn du das wirklich, weil dein Körper kann ja mit so einem Fremdkörper umgehen. Ja. Der von alleine schon. Ich kann auch gut mit Fremdkörpern umgehen. Das denke ich mir. Ja, und du musst ja deinen Körper eigentlich nur unterstützen bei der Heilung. Du musst ja nicht die Heilung übernehmen, sondern du unterstützt deinen Körper bei der Heilung. Und so also das Beste, was du machen kannst, ist was, was reinigt und beruhigt. Deswegen sage ich auch immer gerne, Kochsalzlösung drauf. Einfach Kochsalzlösung drauf. Einfach nur Kochsalzlösung drauf. Ja. Es tut mir leid. Oh, Charlene, du musst mich unterstützen. Ich bin voll fix und fertig. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Ja, du warst so super. Oh ja. Okay, Charlene möchte eine Frage ziehen. Warte, unsere Tattoo-Fee darf. Na komm, warte. Ja, super. Jetzt hast du die erste blöde Frage. Oh, für mich, oh je. Oh, das ist eine Frage für dich. Was hast du gezogen? Franzi, welche Art von Kunden würdest du am liebsten lebenslanges Hausverbot haben? Da gibt es so einige. Da gibt es so einige. Fängt an von Leuten, die sich beschweren über ein 60-Euro-Tattoo vom Azubi, weil zu teuer. Und hört dann halt auf bei Leuten, die jeden Tag reinkommen und uns einfach zulabern. Und wo man weiß, die kommen, wenn die einmal da waren, den ganzen Tag 5-mal oder bis zu 10-mal wieder. Und quatschen wieder. Also wirklich total random weirdes Zeug, also wirklich komisches Zeug. Und Kunden, die erst versuchen, uns gegeneinander aufzuspielen wegen Preis. Mhm, hatten wir schon einen Fall. Was? Ja, da hatten wir einen Fall, da war ein Kunde, der hat erst einen Jörg gefragt und hat gemeint, ja, können wir wegen günstiger Preis, können wir ein bisschen günstiger machen. Und dann meinte der Jörg, ja, frag mal die Piercerin da draußen, die, wenn, dann regelt die das. Und der kam zu mir raus und meinte, ja, der Chef hat gemeint, weil ich gemeint habe, frag Chef, wenn günstiger Preis. Ja, der Chef hat gemeint, ich kann es ihm für 50 machen. Okay, habe erstmal nichts dazu gesagt, habe Jörg aber gefragt. Ja, sehr gut. So, Jörg hat gemeint, nee, er hat nicht gesagt günstiger. Mhm. So, und das war dann auch noch der Kunde, wo ich mir denke, so, ich habe mit ihm 2 Stunden diskutiert darüber oder gesagt, ihm 2 Stunden versucht zu erklären, dass Double Nostril, wenn du einen Ring und einen Stecker hast, schief aussieht. Selbst wenn du es wirklich gerade stichst.
Er wollte es trotzdem so und kommt jetzt öfter rein und fragt, ob das symmetrisch ist. Ob das auch symmetrisch ist. Oh mein Gott. Öfter, aka 10-mal am gleichen Tag. Was? 10-mal? Ja, also wir haben schon wirklich strange Kunden, wo man halt auch denkt, wir sagen natürlich immer, ja, natürlich ist das symmetrisch. Wenn ich was anzeichne, dann ist das symmetrisch. Das, ich bin so perfektionistisch, dass ich da wirklich auf das kleinste Mühe achte, wo die anderen schon sagen, also ich würde es schon so stechen. Und ich denke mir, nein, das muss sitzen, sonst sitzt es am Ende nicht. Und ich sag mal so, eine Nachfrage einfach, um sich sicher zu gehen, weil man vielleicht nervös ist. Das ist ja auch absolut kein Problem. Ja, na klar. Aber keine Ahnung, warum er dich eigentlich überhaupt gefragt hat, wenn du ihm doch jedes Mal das Gleiche antwortest. Ja, besonders, ich habe es ihm ja lange davor erklärt und habe gesagt, hier, das wird einfach unsymmetrisch aussehen. Aber er wollte es unbedingt so. Kunden, denen man es nie recht machen kann. Schöne Sache. Ja, natürlich, aber ja, hat man auch, ist einfach, geht man mit professionell um und dann ja, sind wir auch am Endeffekt zufrieden. Wir wollen ja alle zufriedenstellen. Natürlich. Es sind auch Tätowiererfragen dabei. Machen wir mal weiter. Hast du noch Bock? Klar! Cool! Jetzt ist. Es werden immer weniger Fragen und immer mehr Aktionen. Sehr gut. Oh nein. Da ist es ein bisschen rot, das ist Angst. Ja! Lumi darf dir irgendwohin einen Penis malen. Oh, das finde ich geil. Aber da muss ich, warte, stopp. Ich muss unser Azubi-Maskottchen holen. Das habe ich gepierst. Lumi, du dürftest mir sogar irgendwo einen Penis hintätowieren. Du dürftest mir sogar irgendwo einen Penis hintätowieren. Hast du noch kein Penis-Tattoo? Nein. Ich finde das geil. Ist der nicht schön? Ich finde das geil. Der ist richtig, der ist ja richtig gut. Ist auch von einem Azubi tätowiert. Oh, schade, dass unsere Azubis heute nicht da sind. Ja, ne? Also das ist Mr. Penis. Er hat von mir einen Ampalang bekommen. Wunderschön. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Ohren. Bei dem kleinen Viech. Sieht irgendwie süß aus. Sieht so ein bisschen aus, wie heißen diese wie heißt die? Axolotl. Axolotl, ja, das sieht voll aus wie so ein kleiner Axolotl. Den hat unser Azubi mitgebracht, da meinte ich so, da süß muss ein Piercing rein. Warum ist da hinten ein Loch? Weil der eigentlich für Stifte ist. Jetzt ja, genau, nicht mehr. Du kannst auch deinen Finger reinstecken. Genau, Lumi, steck deinen Finger rein. Ansonsten sind wir super professionell. Total. Also, wo? Okay, wo darf ich? Das ja, die ja, komm, Arschbacke. Welche? Egal. Oh je, yeah, jetzt muss ich mich hier auch noch blank ziehen. Oh, da ist ja schon ein Herz. Ja, natürlich. Weißt du, machen wir hier direkt den Penis daneben. Ich mach jeden Scheiß mit. Ist mir scheißegal. Ja, ich darf den Penis malen. Ich habe letztlich auch mal tätowiert. Ich habe gemerkt, es ist nichts für mich. Ich stech lieber rein. Ah, okay. So richtig. Tief rein. Ich lieb's. Ich lieb's. Der muss hier. So. Der ist echt süß. Na? Oh mein Gott. Oh. Das ist eine Frage. Ja, alle haben Angst vor den Auktionskarten. Ich weiß nicht warum. Werden die Menschen in 20 Jahren aufgeschlossener gegenüber Tattoos und Piercings sein? Also ich meine, im Gegensatz zu vor 20 Jahren ist es natürlich definitiv mehr angekommen in der Mitte von der Gesellschaft, weil Werbung ist ja auch mittlerweile so, dass da tätowierte Leute zu sehen sind und so. Also ich denke, dass das sich weiter in die gute Richtung entwickelt und ich finde auch gut, dass Tattoo und Piercing ein Gewerbe ist, wo man nicht einfach mal online
Du kannst nicht online dir ein Piercing stechen lassen gehen. Das geht nicht. Oder ein Tattoo. Natürlich. Einfach mal den Arm in Drucker gehalten und dann kommt das Tattoo raus. Naja, gibt es ja schon mittlerweile. Ja, natürlich. Ja. Aber hat nicht jeder zu Hause. Stimmt. Genau, so dass man es online bestellen könnte. Ja, also deswegen finde ich das ganz gut. Das kann nicht aussterben wie andere Geschäfte, wo man alles online bestellen kann. Das stimmt. Genau. Ja. Ist ja auch sehr kundenbezogener Beruf. Ja, ist ja eigentlich auch ganz schön. Sehr kreativ. Ja, das ist toll. Wenn man nicht alles nach Schablone macht. Ja, ich denke auch Piercing, Tattoo, das war ja, das ist schon Kultur und das wird auch nie aussterben. Also, weil die Leute, die finden ihre Körper einfach langweilig meistens. Es ist einfach so. Warum? Das ist die geilste Aussage, ja, weil mein Körper langweilig ist. Ja, natürlich. Wie, also wem guckst du eher hinterher? Eine voll tätowierten Frau, weil du denkst, oh geil, was hat die alles tätowiert? Oder jemand, der einfach an dir vorbeiläuft, der überhaupt keine Tattoos hat? Also da guckt man schon eher, wenn die tätowiert sind und so, mal hinterher und sagt, boah, cool, was hast du da? Und ja. Oder boah, voll der Assi. Boah, voll der Assi, ja. So. Jetzt bist du schon mutiger, ne? Ja, ich habe immer noch... Es ist keine Aktionskarte. Penis! Ja! Die Peniskarte! Was kriege ich dafür? Nichts. Ich musste mir da mal noch was einfallen lassen. So einen kleinen Mini-Penis oder so. So, sowas. Das gibt's auf Amazon. Ja, das wäre toll. So ein Stifte-Penis. Ja. Nee, aber das ist einfach nur Penis. Der hat sich gehalten, weil. Weil Penis. Ein Kunde von mir, der hasst dieses Wort. Warum? So richtig. Der hasst es. Und da musste ich natürlich eine Peniskarte reinmachen. Eigentlich müssten wir jetzt noch Penis irgendwo hinschreiben. Irgendwo hin tätowieren. Du, weißt du was? Du darfst mir Penis irgendwo. Du darfst ihn irgendwo hinmalen oder? Wo du möchtest. Jetzt darfst du dich rächen. Bitte in die Stirn. Nein, nicht die Stirn. Dabei würde es so gut passen, um deine. Ja. Wo du willst. Wo male ich einen Penis hin? Wo du möchtest. Es muss schon sichtbar sein, ich glaube. Es muss sichtbar sein. Warte, wo fahren wir heute noch hin? Wo fahren wir heute noch hin? Mit dessen... Wenn du willst, oh Gott. Mit Desinfektionsmittel geht alles weg. Alkohol ist keine Lösung, aber irgendwie schon. Oh, ich kann nicht malen, deswegen bin ich Piercer und kein Tätowierer. Das ist sehr beruhigend. Oh ja, super. Genau in den Mond, ja. Was du möchtest. Oh Gott, ich kann nicht malen. Mhm. Es sieht lustig aus. Was hast du, gar einen Spiegel hinter dir? Hier bitte nochmal eine Nahaufnahme. Warum so groß? Das war selten. Jetzt sind wir quitt, also meiner ist ja. Ist okay, ich hab das verdient, ist völlig in Ordnung. Charlene, hol die Tattoo-Maschine. Was? Moment! Rosa. Ich muss meine Lebensentscheidungen überdenken. Ist okay, wir machen weiter. Oder? Hast du noch Bock? Wir fahren so heute nicht zu dem Kundengespräch nach Köln. Ich mach dir das machen wir morgen. Ich kann dir das auch wegmachen. Alles gut. Wenn ich jetzt noch einen Penis sehe. Ne? Penissen. Ja, Charlene, ich habe noch keinen Schwanz tätowiert. Ich habe Angst, ich habe zwei. Ich hätte nur noch einen. Ist sie rot? Ja, nein. Nein. Was motiviert dich persönlich, einen guten Job zu machen? Also, ja, nee, Geld ist es nicht. Geld ist es nicht. Ich liebe meinen Job. Seit Tag 1, ich liebe diesen Job. Das ist einfach der Traumberuf. Und auch Menschen, also ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, ich bin eigentlich wie eine Domina. Was? Ja,
Die Leute kommen hierher, lassen sich von mir wehtun, Piercing stechen, bezahlen mich dafür, sind glücklich darüber und gehen wieder. Ja, bin ich nicht abgeneigt dagegen. Also ich liebe diesen Beruf einfach aus mehreren Gründen. Ich kann meinen Perfektionismus einfach ausleben. Es kann man in so vielen Jobs kann man nicht den Perfektionismus ausleben. Wenn es natürlich ein Piercing-Tattoo-Bereich ist, wird es natürlich eher gewünscht, da richtigen Perfektionismus halt auszuleben. Ja, ansonsten, ich hasse Menschen. Ich kann denen wehtun, also... sehr sympathisch. Ja, mein Freund, der ja auch mein Piercing-Azubi ist, der hat... ja, ich hasse Menschen. Ja, es ist so. Wenn die Leute zu mir freundlich sind, bin ich natürlich freundlich zurück. Aber im Grunde genommen hasse ich Menschen. Und deswegen ist das für mich halt kein Problem, da das... Ihnen Schmerzen zuzufügen, aber eigentlich ist es ja kontraproduktiv, weil du machst ihnen ja eine Freude. Ja, das ist mir egal. Solange die nett zu mir sind, da ist mir das egal. Also ich meine, klar mache ich denen eine Freude, aber es ist nicht sowas, wo ich irgendwas anfertige, wo ich die Kunden vielleicht wochenlang im Nacken sitzen habe, sondern ich mache das nach 20, 30 Minuten, einer Stunde sind die weg und ich kann meinen weiteren Arbeiten mir widmen, sozusagen. Und ja, mein Freund sagt immer, er sieht, weil er ist gelernter Koch und das ist ja mein Azubi im Piercing, und er sagt immer, er sieht ein Stück Fleisch vor sich, wo er durchsticht, wo ich mir denke, ich sehe halt Menschen vor mir. So. Ist beides in Ordnung, aber sind halt Menschen. Ich habe kein Problem, Menschen weh zu tun, also. Ja, okay, ich sehe die Domina immer mehr in dir, ja. Ich hätte damit kein Problem. Also wer will, ne? Ich bin hier, bevorzugt Nadeln. Wer schön sein will, muss leiden. Ich sage immer, daher ich ja Angst habe vor Nadeln. Bei mir ist das aber beim Piercing die Perfektion. Ich kann dem gegenüber, weiß ich nicht, ob vertrauen, dass es wirklich perfekt wird, weil ich halt selber weiß, wie viel schief gehen kann. Ne? Und zum anderen bin ich halt einfach eine Pinze. Ich denke mir, ist es halt gut, wenn Kunden Angst vor Nadeln haben, kann ich die dann eher verstehen. Also ich tue dann nicht einfach drauf los, sondern nee, ich gucke schon, dass das für die Kunden natürlich in den schlimmen Stellen so angenehm wie möglich ist. Da haben auch schon Kunden zu mir gesagt, so, oh, du machst es so angenehm. Und da dachte ich mir so, hä, die Nadel muss durch diesen Körper durch. Wie kann man das angenehm machen oder nicht angenehm machen? Und dann meinte eine Kundin zu mir, ja, es gibt aber auch Arzthelferinnen, die können Blut abnehmen und Arzthelferinnen, die können es nicht. Das dachte ich so. Feeling dafür wahrscheinlich. Okay. Ja? Okay, ja. Ich weiß halt einfach, was das Schlimmste ist und versuche die so schnell wie möglich halt. Ja. Auch ein bisschen ablenken vielleicht und dann ein bisschen zack und dann merken die meisten das nicht mal, dass sie gerade, mega cool. Ja, cool. Okay. Irgendwie werden es immer mehr mit diesen rot umrandeten Karten. Ja, guck einfach gar nicht hin. Du machst mich ganz nervös, Lumi. Oh, ich hab Glück. Wie viele Tattoos, Piercing etc. hast du selbst? Tattoos, also zählen ist immer blöd, finde ich, weil es sind halt einfach ein paar und am Bein sind es natürlich ein paar und ja, sonst eigentlich nichts, außer der Mittelfinger war extra für Corona. Oh, der ist cool. Der ist extra für Corona, weil wegen dem Lockdown habe ich mir den stechen lassen und dachte mir so, nee, euch gebe ich. Und Piercings ist eigentlich auch nur, was man sieht. Also es ist ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär. Ich will natürlich noch ein bisschen mehr haben. Ich muss auch meinen Nastalia nachstechen, was auch eine Komplikation hatte. Passiert halt, selbst mir. Ja, und ich will an den Ohren definitiv noch mehr, weil die Charlene hat mir ja so ein schönes Tattoo hier auch gemacht. Und das muss halt einfach noch mit Piercings aufgewertet werden. Das ist einfach unabdinglich. Ergänzt, ja, so aber... Ich bin eine Pussy. Haben wir jetzt schon gehört. Ja. Ja. Großartig. Ich habe nur noch Glück. Wer nervt dich am meisten auf Social Media? Nee, nur was? Ach so, was? Oh. Warte. Also, Cut. Sagen, wer, Schnitt. Aber. Cut. Zack. Was nervt dich am meisten auf Social Media? Dumme Kommentare. Ja.
unnötige. Also so dumme und unnötige Kommentare. Wir haben ja auch auf TikTok ein paar Videos gepostet, da kamen wirklich rassistische Kommentare. Was? Da kamen Beleidigungen gegen lesbische Frauen. Ernst? Alles direkt gelöscht. Keine Chance. Also solche Sachen sind halt wirklich, wirklich, wirklich nervig. Und dann, das dann halt auch ein gutes Thema, richtige Piercingpflege, wenn man dann mal halt aufklären möchte und schreibt hier, so und so ist es. Und sogar Quellen nennt von Wildcat, die ja wirklich sehr lange und sehr bekannt sind unter den Piercern, nennt. Und dann kommen irgendwelche andere, also ich bin auch Piercerin und das, was du sagst, das stimmt ja gar nicht. Und ich denke mir nur so, wir bilden uns regelmäßig weiter. Wir versuchen immer auf dem neuesten Stand zu sein und auch mit den hohen, also die richtig bekannten Piercern halt auch einfach mitzugehen. Wir haben ja auch die Piercing-Bibel hier von der Elaine Angel, um halt einfach keine falschen Fakten ins Internet auch zu tragen, sondern halt immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und ja. Wenn es dann geht um Piercings bewegen während der Abheilzeit, ist halt dann schon schwierig, wenn ein angeblicher Kollege sagt, nein, die müssen bewegt werden. Und wir sagen, also exakt, die meisten Piercer sagen, nein, lass es. So mehr Bewegung auf eine Wunde kommt, so schlechter heilt sie ja logischerweise. Aber ja, sowas ist natürlich nervig, aber kommt vor. Ja, ne? Natürlich. Und Leute, die es besser können, kommt natürlich auch vor. Wenn sie wirklich Ahnung haben, wenn es wirklich Piercer sind, die haben Ahnung, dann nimmt man sowas auch gerne an, wenn man irgendwie was, weil jeder arbeitet anders, jeder hat ja auch andere Hygienestandards. Ich meine, bei Hygiene ist jetzt nicht so viel zu diskutieren, das muss halt einfach passen, aber Arbeitstechniken zum Beispiel, wenn da jemand schreibt, macht's doch mal lieber so und so, so ist einfacher. Und der hat wirklich Ahnung von dem und schreibt auch, also, wie soll man das sagen, so, also kritikfähig, so nicht angreifend, dann nimmt man das auch gerne an, aber es gibt genug, die sagen, warum macht ihr das so, das ist ja total schlimm, dies und das und hin und her, und man denkt sich so, warum musst du jetzt hier rumpimmeln, ey? Genau, weil die kennen ja meistens die Hintergründe nicht, genau. Oder sonstige Sachen, weil manchmal muss man das Piercing eben so stechen, weil es die Anatomie nicht anders zulässt, oder. Es gibt so viele Sachen, die, ich meine, mal schnell irgendwie was rausposaunt ist halt schnell, aber wenn du dich halt nicht mit der Materie auskennst, dann finde ich persönlich, hast du halt auch nichts zu melden. Und kannst du natürlich deine Meinung sagen, so, oder kannst auch nachfragen, wenn du es halt gerade nicht weißt oder so, das ist ja kein Problem, du hilfst ja auch gerne weiter, aber halt so dieses Rumpöbeln auch so ein bisschen, das ist und so logisch rassistische oder andere dumme Kommentare ist sowieso unnötig. Das wird sowieso, also sobald ich sehe, gelöscht. Ich ohne weitere Kommentare. Also dass jemand unter einem Zungenpiercing-Video ein Hakenkreuz drunter postet, kommentiert. Ja. Ich hätte echt einen Screenshot machen müssen, ey, ohne Spaß. Ich habe es direkt gelöscht, weil geht gar nicht. Oder? Geht gar direkt blockieren solche Leute. Geht gar nicht. Das ist auch das Beste, was man machen kann. Man schenkt diesen Leuten auf keinen Fall irgendwelche Aufmerksamkeit oder sonst was. Also einfach löschen, blockieren, gemeldet und blockiert. Und dann genau. Also, weil sowas geht halt einfach nicht. Absolut. Ich brauch so einen. Ne, der ist cool. Der ist super. Ich bin dafür, dass die Charlene noch mal eine zieht. Oh ja. Unsere Tattoo-Fee, die Glücksfee. Komm her zu uns. Komm in den Kreis. Komm in den Kreis. Kommen in den Kreis der Gestörten. Würdest du jeden bedienen? Ja. Soweit ja, solange sie freundlich zu mir sind. Wenn sie unfreundlich werden, ausfällig oder irgendwie anders, auch sexuell belästigt zum Beispiel, dann würde ich sagen, nee, es tut mir leid, also da bin ich dann raus. Da würde ich aber auch Hausverbot erteilen, weil das geht halt einfach gar nicht. Aber sonst ja, warum nicht? Also ich würde auch jedem ein Intimpiercing stechen. Ist mir egal, ob das eine Frau mit 7 Kindern ist oder ein Kerl, ein
70-jähriger Mann. Also das ist mir egal, da habe ich keine Probleme mit. Das ist, es ist Job, es ist einfach Job und man macht den gerne und man will den Leuten ja weiterhelfen, egal wer das ist. Du hast eh alle Menschen, also ist ja nicht egal, wie die... Genau, ich hasse eh alle Menschen, also das ist mir egal, wer das ist. Nein, alle nicht. Es gibt wirklich alle Ausnahmen. Ja. Es muss aber immer Ausnahmen geben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, Steine sind okay. Genau. Ach Gott. Machst du doch eine ziehen? Charlene hat Spaß. Ich bin nur für dumme Kommentare hier. Was war dein lustigstes Erlebnis in deiner Karriere? Neun Jahre Piercing. Error. Kannst von der Geschichte erzählen, als wir fünf Vielmann verwechselt wurden? Was? Oh ja, stimmt. Kommen Kunden rein und fragen, ob wir hier auch Brillen machen. Was? Ja. Hä? Ob wir hier auch Brillen machen. Ich meine, das Optiker schießen ist mittlerweile bekannt. Ja. Was? Ja, ja. Optiker, manchmal Optiker schießen Ohrlöcher. Genau. Echt jetzt? Ich dachte, das machen so Apotheken oder Claire's und so. Oder? Sogar Optiker. Optiker. Zumindest in unserem Umkreis, also wo noch, weiß man ja nie, aber bei uns im Umkreis ist. Nie gehört, das ist krass. Ja, okay. Genau, also das, da kommt es halt auch öfter mal vor, dass man mit einem Optiker verwechselt wird, ne? Also wenn die Optiker auch schießen. Also was ich immer lustig finde, ist, wenn Kunden reinkommen und nach Geld fragen, können ich mir da so und so viel leihen, ich lasse auch die Brille hier, die kostet 300 Euro. Dann komme ich immer, oder da habe ich mal vom Jörg. Komme ich immer und sage, ey, es tut mir leid. Ich habe da ein Abkommen mit der Bank. Die stechen keine Piercings und ich verleihe kein Geld. Ja. Ja, ist doch so. Das ist gut. Ja. Das ist eine solide Antwort. Also, ja. Weil dann ist Ende. Das ist Jörgs Beste. Cool. Magst du noch eine? Ja. Das macht gerade Spaß. Du stehst so schön. Wir machen die ganzen Fragen durch, ja? Oh Gott, das sind noch viele Fragen. Oh, eine Aktionskarte. Oh nein. Wenn die schon so behindert lacht, dann kann es nur scheiße sein. Ich weiß. Doof. Ich weiß, welche jetzt kommt. Oh, das wird cool. Oh nein. Ja, das wird cool. Ich geh dann mal. Schön, schön. Ja, sie bereitet gerade alles vor. Ja. Angst. Durchlesen. Zeichne eine dämonische Ziege mit einem Sixpack, die ein Eis isst. Das ist doch eher was für ein Tätowierer. Ich kann nicht zeichnen. Ihr könnt euch die Aufgabe teilen, ist kein Problem. Ihr könnt auch beide eine zeichnen, dann gucken wir, welche besser wird. Dann machen wir es so. Eine dämonische Ziege, die was? Mit einem Sixpack, die ein Eis isst. Oh Gott. Also, jetzt seht ihr den Grund, wieso ich Piercerin geworden bin. Eine dämonische Ziege. Warte mal, wie sieht eine Ziege aus? Ich glaube, das ist keine Ziege, ich glaube, das ist ein Elch. Ich sehe da was ganz anderes. Sieht aus wie ein Eierstock. Ja, das sieht aus wie ein Eileiter. Hey, dann bin ich doch schon mal gut. Wird oft so ein 1A-Uterus einfach. Da kommt der Six Speck. Die Person, die sich das tätowieren lässt, der bezahle ich Geld. Habt ihr gehört? Der kriegt Geld, wer sich das tätowieren lässt. Ich glaube, du musst näher zur Kamera. Warte, ja, bleib stehen, bleib stehen. So, wunderschön. Made by Francie! Ich heule vor Lachen. Jetzt kommt auch noch 31er Bizeps. Mit so einem Nacken, Alter. Die Frage aller Fragen. In der Waffel oder im Becher? Als Penis. Als Penis, ja, würde ich auch sagen. Wenn wir schon in der Materie Penis sind, heute dann richtig, ja? Ja, komm. Das ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Warte. Ein bisschen höher halten. Ja, geil. Komm noch ins Bild, bitte. Bisschen so. Ja, geil.
Scheiße, ja. Body Piercings Zeichen Contest. Yay, Charlene hat gewonnen. Die Tätowiererin hat gewonnen, klar. Schlimm, wenn es andersrum gewesen wäre. Du kannst natürlich auch fragen. Was? Du ziehst jetzt eine und stellst die Frage ihr. Ja. Dann ist es voll die Piercing-Frage. Oh. Was würdest du in der Tattoo-Piercing-Branche verbieten lassen? Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, aber für Piercing. Aber für Tattoo nicht. Stimmt. Ja, Amazon-Tattoo-Maschinen und die Tatsache, dass es kein anerkannter Ausbildungsberuf ist. Das ist so, ja. Ja, dass sich damit jeder selbstständig machen kann und andere Leute verhunzen kann, ohne dafür irgendwelche Konsequenzen erfahren zu müssen. Ja, das ist basically so die Grundlage von dem, was vielleicht verändert werden sollte. Absolut, absolut, ja. Das sollte eigentlich auch ein normaler Ausbildungsberuf sein, eigentlich. Ich meine, warum nicht? Es ist in Österreich doch, glaube ich. In Österreich? Ist es das in Österreich? Tattoo-Piercing, ist das ein Ausbildungsberuf? Berufs? Ja. Kann ich mal reden. Echt? Ja? Ja. Ach cool. Ja, dann, eigentlich müsste man das überall. Wir machen jetzt eine Petition. Also es gibt von der wir wollen auch eine Petition starten für. Sehr gut. Finde ich cool. Von der IHK gibt es hier zwar einen Lehrgang für Tattoo-Piercing, der kostet dich dann mal solide 17.000 Euro, kannst aber auch nicht mehr mit anfangen, also. Wow. Deswegen. Nimm die Großen sind Aktionskarten. Guck dich hin. Du hast auch hingeguckt, du kleiner Assi, du. Oh, schön. Oh, das ist fast für ein Tätowierer. Zeichne dich selbst mit einer blöden Frisur. Da muss ich mich ja selber gar nicht zeichnen. Die habe ich ja schon mal. Was ist denn eine blöde Frisur? Ich überfordere mich. Mach dir ein Iro. Aber Iros sind doch cool. Ich finde Iros per se nicht blöd. Das ist alles irgendwie cool. Dann mach dir halt einen Fokuhila. Ja. Oh ja. Ja, Mann. Nee, ich glaube, frontal kann ich besser. Was? Ich will nicht wissen, was er ist. Was hab ich noch? Dein Septum. Ja, das passt da doch nicht hin. Ja, dann zeig so. Zeig's mit der schiefen Bridge. Der eine Punkt, der ist viel zu weit unten. Nein, du malst mir keine schiefe Bridge hin. Ja, schön. Schön ist es. Wunderschön, schön, wundertoll. Waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ich weine wegen euch schon wieder, wegen dem Lachen. Nein, ich hab Deo drauf. Oh. Ja, ja, ich bin total nervös. Du darfst auch gerne Witze machen und alles. Also es soll auch alles ganz, ganz locker sein. Also keine Sorge. Tschüss. Hey, aber guck mal. Hast du gesehen? Schon süß über dem Herzen. Ne? Ich hab nur aufgebaut. Aber das Lustige daran ist, ich tue gerne anderen Menschen weh. Mhm. Ja, frag lieber nicht, wie es ist, wenn ich diejenige Person bin, die tätowiert wird. Oder, ja, da lacht die Charlene schon. Bis sie tätowiert hat, war ich 30% schlechter. Ja, also das ist halt dieser krasse Gegensatz dazu. Also. Was haben wir für Zeit? 13:30. Ich weiß, du könntest in einer halben Stunde bei viel sein, aber wir müssen ein bisschen Geduld haben. Ich bin hart im Leben. Vor allem hart. Versuch's. Das ist sexy. Sexy! Es sind keine Kunden im Laden, oder? Das fragst du jetzt. Eine Stunde. Gestern war es so geil. Da hat mir Manu den Arsch versohlt. Und dann, und dann sitzt aber hinten im Ecken sitzt so eine und sie so, wie lange bist du denn schon da? Und die war schon irgendwie seit 10 Minuten da und hat uns zugeguckt. Das war ja, so. Also, okay. Müsste man eigentlich Popcorn anbieten und sagen, ja. Das Beste war, die war zum Bewerbungsgespräch da. Okay. Und Manu so,
Also wenn du das, das ist normal hier. Das muss akzeptieren. Gewöhn dich direkt daran. Oh, warte mal, Ziegen haben doch gar keinen langen Schwanz. Oh, ups. Meiner scheißt auch. Kacken ist voll. Kacken sie etwa? Das ist ja ekelhaft. Und die Bridge hast du auch nicht angezeichnet. Oh, oh, die ist schief. Du kleines Arschloch, ey. Da, mein Medusa ist auch da. Was habe ich noch in der Flasche? Das ist aber auch nicht mittig. Junge, ich brauche es gleich. Das ist Deo. Das sind Deo-Flecken. Weil ich nicht deorisieren kann. Ihr könnt. Die Bühne ist dein. Was ist es wohl für eine Musikrichtung? Oh, Schlager, genau. Ja, nein. Wirklich, wenn die nach die kommen, kann man das auch betäuben? Ich so, ja, warte mal. Dann rufen wir, also meistens rufe ich Daniel und sage, hey Schatz, holst du mal das Narkoseschlagholz? Und dann geben wir das immer dem, der Freundin, die mit dabei ist, geben wir es in die Hand und sagen so, ja, mach du das, dann ist es nicht ganz so verwerflich. Kommt immer gut an. Also nimmt halt ein bisschen die Angst raus. Gar nicht.